Wenn du einen großen Wettbewerb gewinnen willst im Sport, dann wirst du dir sehr wahrscheinlich einen Trainingsplan machen. Nur für den beruflichen Erfolg, für den Gesamtlebenserfolg, den wichtigsten Trainingsplan im Leben, den machen sich nur ganz wenige und den werde ich dir heute zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr kommen Hunderte von Menschen zu uns, um ihren Traum zu verwirklichen, ihre Idee zu verwirklichen von ihrer Selbstständigkeit im Unternehmen. Und die Menschen unterscheiden sich natürlich in ihren Erfolgen massiv. Und die Frage, die sich mir stellt, was macht diesen Unterschied bei dir und bei mir aus? Und für diesen Unterschied werde ich dir heute anhand von Anton, Bernd und Klaus eine Metapher bieten, die dir den Weg zeigen kann, wie dein Trainingsplan für die Zukunft aussieht. Schauen wir uns nun zuerst Anton an. Anton weiß ganz genau, was in seiner Vergangenheit los und was möglich war. Er weiß ganz genau, was heute ist. Und das ist seine Realität. Er kommt nicht auf die Idee, sich Vorstellungen für die Zukunft zu entwickeln, Ideen zu haben und auch daran zu glauben, diese Ideen umzusetzen. Für ihn gibt es nur das, was ist und was war. Und das war's. Sein Glauben ist deshalb rot nicht vorhanden. Bei Bernd sieht es so aus, dass er früher in der Schule mal eine Abi-Zeitschrift verfasst hat. Und da war er der Chefredakteur. Er hat den Titel rausgesucht. Er hat die Farbe des Covers ausgesucht, das Redaktionsteam, die Themen, die Struktur und schließlich auch die Produktion. Und da hat er gelernt, dass er etwas Neues machen kann, was noch nicht da ist, was er vielleicht auch noch nie gemacht hat. Er hat gelernt, dass eine Idee, die er zwischen den Ohren hat, dass die ein halbes Jahr später Realität wird in Form dieses Druckerzeugnisses, was dann alle Mitschüler und Eltern ausgeteilt bekommen haben. Was aber Bernd nicht gemacht hat, er kam nicht auf den Gedanken, das auf sein restliches Leben zu übertragen. Er kam nicht auf den Gedanken, alle 10 Lebensbereiche mit dieser Glaubenskraft zu durchleuchten. Gedanken zu machen, Ideen zu entwickeln, Pläne und Projekte, die systematisch dann seine Ideen auch dort Wirklichkeit haben werden lassen. Deshalb sitzt Bernd jetzt in der Behörde, so wie seine Eltern, und macht Dienst nach Vorschrift, erlebt ein Leben, Dienst nach Vorschrift, erlebt sein Leben so, wie es an seinem Herkunftssystem gelernt hat, wie seine Freunde, die Gesellschaft, die Kultur es ihm abverlangt. Es passiert dort nichts Neues. Bei Klaus sieht es aber anders aus. Klaus hat gelernt, dass er nicht nur mit seinem Glauben in einem Lebensbereich von Sport beispielsweise einen Trainingsplan erstellen kann, um dann einen Halbmarathon und einen Marathon zu laufen, einen Triathlon zu laufen. Er hat gelernt, sich Trainingspläne zu machen, auch für seine Musik, für Instrumente. Er hat gesagt, okay, ich möchte dieses Stück, dann jenes Konzert und dann jenes Instrument lernen. Er hat gelernt, sich in allen Lebensbereichen Schritt für Schritt einen größeren Glauben aufzubauen. Bedeutet, er ist über die Jahre gewachsen und er hat heute die feste Zuversicht, dass jeden Gedanken, den er hat, dass er den auch umsetzen kann. Er kennt den Spruch von Walt Disney, der gesagt hat, alles, was ich glauben, was ich vorstellen kann, jeden Gedanken, kann ich auch in die Tat umsetzen. Auch Henry Ford hat das erkannt, dass die Menschen sich unterscheiden durch ihre Art des Glaubens. Er hat gesagt, dass diejenigen, die glauben, dass etwas nicht geht, so wie Anton, dass die recht haben. Und dass die Menschen wie Klaus, die sich vorstellen können, dass etwas geht, dass die auch recht haben. Das bedeutet als Rückschluss, als Konklusion, dass du und ich uns hauptsächlich im Leben darin unterscheiden, welchen Glauben, welche Glaubenskraft, welche Glaubensgröße wir haben. Nur was du und ich wahrscheinlich nicht gelernt haben, dass wir in der Schule, dass wir in unser Leben, dass wir in der Berufung, in der Wirtschaft, in unserer Beziehung mit dem Glauben die Zukunft beeinflussen können. Es gibt keinen Glaubensgrundkurs in der Grundschule, im Gymnasium oder an den Universitäten. Es ist also ganz persönlich deine Sache, dir Gedanken zu machen, hast du diesen Glauben oder keinen Glauben? Oder hast du einen wachsenden Glauben und daraus einen Trainingsplan zu machen? Und ich wette, diesen Trainingsplan für den Glauben hast du heute noch nicht. Nun, was kannst du nur als nächsten Schritt machen? Der nächste Schritt ist erstmal, dir Gedanken zu machen, auf welchen Gebieten, auf welchen Feldern möchtest du einen Glauben überhaupt einsetzen? Wo kannst du üben und trainieren? Sicherlich macht es Sinn, dass du, bevor du in der Firma da übst und trainierst, ohne den Chef davon zu informieren, dass du vielleicht auf privaten Gebieten beginnst. Vielleicht mit deiner Weiterentwicklung, vielleicht einem Rhetorikclub. Vielleicht machst du es im sportlichen Bereich, vielleicht mit deinem Gewichtsmanagement, dass du dir etwas vorstellst, etwas glaubst, ein Ziel vorstellst, was du erreichen kannst, was du bisher noch nie erreicht hast und dann mit Hilfe von Experten und Beratern dir einen Plan, ein Konzept zusammenstellst, den du dann Schritt für Schritt umsetzt. Wichtig ist aber auch, dass du dir diesen Glaubensakt aufschreibst. Denn wenn du ein halbes Jahr oder ein Jahr später das erreicht hast und mit Controlling Monat für Monat auch kontrolliert hast, dass du auf dem richtigen Weg bist und dann eines Tages zurückschaust und sagst, Mensch,
Damals habe ich den Gedanken gehabt, einen Marathon zu laufen. Ich konnte es mir kaum vorstellen, aber ich bin diesen Schritt gegangen und heute bin ich ihn gelaufen und das ist für mich selbstverständlich und ich habe mich jetzt für den Ironman auf Hawaii angemeldet. Entscheidend ist also, dass du dir Entwicklungsgebiete suchst, wo du das testen kannst, Testgelände, dass du etwas schaffst, wo du dann deinen Glauben trainieren kannst. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wächst du im Glauben, so wie bei Klaus hier ein Kreis immer größer wurde, das heißt der Rahmen des Glaubens angestiegen ist. Gerne kannst du dabei auch Hilfe in Anspruch nehmen, denn es gibt in der Unternehmenswelt nicht nur Berater, die dich beraten können mit Ratschlägen, sondern auch Coaches, die dir dabei helfen können, deine Ziele, deinen Glauben zu stärken, deine Persönlichkeit zu entwickeln, vor allen Dingen auch deine Glaubenskraft. Und dann kannst du für alle 10 Lebensbereiche einen Entwicklungsplan ausdenken und den Glauben daran entwickeln, mit kleinen Schritten. Und wenn du dann irgendwann auf Jahre von Erfolgstagebüchern zurückguckst und dann feststellst, dass du dir das mal ausgedacht hast und das heute existent, dann hast du dir das ausgedacht und das dann existent geworden, dann steigt deine Sicherheit, deine Selbstwirksamkeit, sagen die Coaches, dein Selbstwertgefühl. Du weißt also ganz genau, was du kannst und was dein Glauben erwirken kann. Und wenn du in diesen Punkt angekommen bist, dass du irgendwann sagst, Mensch, egal was ich mir vorstelle, das kann ich auch umsetzen. Dann bist du auf dem Weg von Walt Disney. Dann bist du auf dem Weg von weisen Lehrern, wie zum Beispiel Jesus vor 2000 Jahren, der gesagt hat, du kannst alles dir vorstellen und es wird Wirklichkeit, wenn du zum Berg sagst, hebe dich hinweg, dann hebt er sich hinweg. Und das ist heute möglich. Mit genug Dynamit und ein paar Bulldozern kannst du Berge bewegen, so wie in Berlin über 50% der Berge inzwischen künstlich von menschlicher Hand geschaffen sind. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, also das gerade für deine betrieblichen Zwecke, deine Selbstständigkeit entwickeln möchtest, deinen Glauben stärken oder die Unterstützung brauchst von über 40 Beratern, die ihren Glauben schon gestärkt haben und dir zur Verfügung stellen, dann lade ich dich ein, einen Gutschein zu nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Dort kannst du alle Fragen dann auch stellen zu deinem Thema, zu deinem Vorhaben. Aber du kannst auch dann Fördermittel beantragen, denn unsere Beratung wird mit mindestens 50-100% auch bezuschusst. Gerne aber kannst du auch unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir den Erfolg, den du dir vorstellen kannst. Und ich wünsche vor allem den Erfolg, dass du dir deinen Trainingsplan vorstellen kannst, der dazu führt, dass du dir in der Zukunft noch mehr vorstellen kannst und das umsetzen kannst. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.